Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Craft Attack, liebe Freunde. Letztes Mal haben wir ja hier in der Mitte angefangen, diesen wunderbaren und großen See zu bauen, bei dem die ganzen Fische nachher reinkommen sollen. Das Ganze muss noch schön gemacht werden, das heißt, ich muss hier auch noch ein bisschen mit Stein arbeiten, dann müssen Korallen eingearbeitet werden und alles drum und dran. Und ja, da werden wir heute ein bisschen dran weitermachen in der Folge. Wenn es euch gefällt, lasst gerne Bewertung und Kommentar wie immer da. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Abonnieren und Glocke aktivieren und dann legen wir los. Was ist eigentlich mit Max seinen Warden? Baut er den noch fertig? Kann das sein, dass der hier noch dran ist? Er sagte ja. Hab gestern gehört, Craft Attack wird weitergespielt. Also er will weiter Craft Attack spielen, Max. Ja gut. Dadurch, dass jetzt natürlich viele große Creator auch spielen, ne, kommt jetzt natürlich wahrscheinlich wieder so ein bisschen so dieser Minecraft-Hype. Spielen noch welche auf Craft Attack? Also laut Aussagen und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, zocken noch Spark und Castcrafter. Ich habe keine Ahnung, was mit Stegi Space ist. Ich habe Stegi ewig nicht mehr online gesehen. Hier werde ich auch noch ein bisschen Sand zwischen machen. Da gibt es nicht so, wie groß muss man sein. Du musst halt eher vorgeschlagen werden. Die Größe ist relativ Latte. Hast ja, ne, wie ich ja schon gerade erklärt habe, mit dem Voting zum Beispiel bei Rohard. Die wollten ja zu dritt ins Projekt. Rohard, ich glaube, Phoebe hieß sie und dann noch jemand. So, und die wollten nur zu dritt ins Projekt kommen. So, und dann gab es halt Leute, die haben halt, und dann läuft das halt so in Voting, ne? Man kann für Ja oder Nein stimmen. So, und du musst eine gewisse Prozentanzahl erreichen. Und dann wirst du halt aufgenommen. Boah, ich kann das schlecht bewerten, Darksider. Ich sag mal, ich glaube, ich hätte am Anfang Spaß, weil alles neu ist und so, wieder neu aufbauen und so. Aber ich glaube, sehr schnell würde das auch wieder eintönig werden, weil im Grunde genommen ist es ja dasselbe wie jetzt in Craft Attack, ne? Deswegen denke ich eher nicht so. Ich werde auch absolut gar keine Bereicherung dadurch, ne? Weil ich einfach nur bedingt da wäre in dem Sinne. Man merkt es ja schon bei Craft Attack, da ist ja schon die Luft bei mir raus, so, ne? Und wenn du jetzt auf einen neuen Server anfängst, klar, du fängst wieder von vorne an, musst vieles von vorne aufbauen. Aber das würde mich auch ankotzen, ne? Weil wir haben uns hier richtig riesig was aufgebaut und danach direkt wieder was Neues starten. Finde ich auch krass, dass Revi ganz einfach da jetzt zockt und dass seine Burg so zurücklässt, weil die schon echt heftig ist, ne? Das sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus hier mit den Steinen, ne? Das hatte ja auch Lex gesagt, dass es, glaube ich, cool wäre, wenn wir hier so ein bisschen mehr mit Felsen und so auch an den Wänden arbeiten und allem. Und da nachher noch ein bisschen Korallen und so reinkommt, dann wird das schon, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Also bei mir ist wirklich really die Luft raus bei Minecraft. Also egal ob ich jetzt auf einem anderen Server spielen würde, wo auch viele Leute sind oder so, dasselbe Prinzip wie Craft Attack, das turnt mich jetzt gerade erstmal nicht mehr so. Also ich will noch hier unsere Base zu Ende bauen. Das motiviert mich auch, ne, weil wir hier halt schon was haben. Aber jetzt komplett von vorne wieder was aufbauen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich werde gleich als nächstes, wenn es dunkel ist, kurz pennen gehen. Und dann hole ich mal Korallen und dann werden wir hier schon schön mit Korallen bestücken. Ah, perfekt. Was ich hier unten noch machen muss, ist Seegras auf jeden Fall nachher. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Seegurken und so. Ich muss da viel mehr holen. Jetzt habe ich auf jeden Fall gut Seegurken gleich. Ich sammle jetzt erstmal schön Seegürkchen hier. Nee, den will ich da nicht haben. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich will es auch nicht zu sehr mit Korallen zuballern, den Bereich.
Vor allen Dingen sollen ja auch noch an dem anderen Becken Korallen später hinkommen. Winchester, ich gehe mal davon aus, dass viele auch fragen, weil vielleicht auch viele jetzt halt einfach bei dem anderen Minecraft-Server damit spielen. Da sind ja auch viele, glaube ich, reingegangen. Und deswegen fragen die Leute wahrscheinlich auch. Ich will das Thema jetzt nicht 10.000 Mal wieder ankratzen, ne? Aber ich kann es halt nur so sagen, man hatte die Chance, Leute aufzunehmen in das Projekt, die jetzt zum Beispiel gerade sehr aktiv anfangen, Minecraft zu werden, weil sie das Spiel für sich immer mehr entdecken. So. Und da hat man sich halt, ja, wie soll ich sagen, gegen entschieden. Indem man halt einfach gegen die Leute gestimmt hat. Statt dafür. Also, ich sag mal so, selbst wenn hier jetzt nichts mehr groß weitergehen würde, kann ich sagen, wenn die Map rausgeht, kann ich mit gutem Gewissen sagen, für euch gibt's hier auf jeden Fall bei uns viel zu entdecken. Wir haben sehr viel gemacht. Ich glaube, das reicht, das Grün. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, so. Guckt euch an, wie mein Aquarium aussieht hier. Mein See. Sag ich hier schon Aquarium zu, WTF? Was hast du für Kack-Kopfhörer? Kacke können die nicht sein, du hattest die ja nicht auf. Ah, da muss ich gleich noch Dings holen. Ein Wassereimer. Trocknen die so aus, oder? Ich finde eigentlich, so ist der in Ordnung, der See. Ja, das sieht geil aus. Und wenn da noch überall Pflanzen so drumherum sind, boah. Also unsere Base sieht schon sehr geil mittlerweile aus. Wenn man von hier guckt, so bei Rumatra sieht das schon so ziemlich cool aus. Vor allen Dingen auch von der Seite hier. Das sieht dann schon sehr geil aus, aber das müssen wir alles noch zumachen. Okay, Leute. Wie ihr sehen könnt, der See ist fertig geworden. Hier sind sogar schon ein paar Fische unten hingeschwommen. Sehr geil. Die sind also über den Wasserstrom hier runter. Wir haben jetzt hier so eine kleine obere Ebene beim See und dann eine untere. Hier kommen noch Pflanzen hin. Das muss ich noch alles verkleiden hier von Trimax, die Farm. Müssen wir aber mal schauen, ob ich das alles auch geschafft kriege, ne? Schon mal gesagt, ich werde so lange, wie ich noch Motivation habe, hier weiter dekorieren. Und sollte mich die Motivation verlassen, dann kann es natürlich sein, dass ich irgendwann auch das Projekt beende. Aber ihr könnt natürlich gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das Ganze hier gefällt. Und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, was wir so machen können. Dann schreibt es gerne direkt in die Kommentare und lasst gerne Bewertung da. Und damit würde ich sagen, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.